Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Leech TE2 im Ranglistenmodus. Ich bin ein bisschen erkältet, aber das soll uns hier nicht aufhalten. Können natürlich als Burg reingehen. Die Zauber sind auch schon fett. Mal gucken, was wir kriegen. Welcome to Nova. Also wir können natürlich mit Magier können wir hier gut arbeiten. Mit ihm. Deswegen nehmen wir den auf jeden Fall mit. Dicke Tanks sind zwar schon da, aber ich brauche ein bisschen Damage, deswegen nehme ich das mit. Und hier nehme ich die Masken. Ja. Das klingt verdammt gut. Ich denke, wir sollten mit dem Crab Lord anfangen. Ja, ich glaube, wir sollten mit dem Crab Lord anfangen. Einfach damit wir den magischen Schaden früh schon haben für die 3. Bei 140 ist für den Anfang natürlich nicht ohne. Eidbrecher wird anscheinend auch sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Erst zur Zeit sehe ich den sehr häufig. Ja, sehr schön. Wir nehmen den mit. Erstmal. Den Mini-Piraten. Der ist zwar jetzt nicht besonders stark für den Anfang, aber später ist er fett. Und da kann ich den gut gebrauchen. Jetzt tankt er so ein bisschen neue Krabbe da ist. Auch super. Was hier passiert? Schick auf den. Jetzt können wir hier vorne ein paar Masken hinstellen. Schicken zwei Schnecken rein und gucken, ob er wieder verkackt. Wenn er jetzt gerade schon verkackt hat, ist das ja möglich. Weil der ist schnell weg. So, und er hat ja auch 5% mehr Schaden. Das ist echt viel. Mithium, wo? Ich habe 10. Also das würde ich jetzt nicht als viel ansehen. Ja, sehr schön. Da bin ich gut durchgekommen. Ah, ist kein Problem. Das halte ich für meinen Crab Lord. Hallo, geh weg. Einfach noch mal umgedreht. So, ich werde mal hier den auf. Zack. Da können wir die Welle gut blocken. Tanks kommen dann später dazu. Aha, Elite Archer.
Ja gut, dann mach ich weiter King. Upgrades. Also für ihn würden mir 5 Piepen fehlen für den zweiten. Deswegen verkaufen wir den hier. Ja, genau deswegen, weil ich nämlich einen Cent befürchtet habe. Der fuckt mich richtig ab. Wir stellen sie mal dahin. Ja, das blitzt hier so ein bisschen besser, wenn hier die ganze Zeit die Krabben beschworen werden. Kann man natürlich immer noch nicht leisten, einen davon aufzuwerten. Im Moment zumindest noch nicht. Ja. Mach Upgrades. Upgrades sind safe. Aktuell habe ich aber auch nur Stichverteidigung, ne? Also leichte Verteidigung. Holen wir noch einen dritten. Weiter Upgrades. Okay, hat einen Sarg. Ja, wenn ich die Kohle habe, kann ich jede Runde irgendwie einen aufwerten. Das ist vollkommen klar. Ich muss auf jeden Fall vor der 10 meine Gatling Gun platzieren. Was kriege ich hin? Ja, einer geht noch. Thank you.
Na, jetzt haben wir aber schon mal einen Ochsen. Der hat eine Menge aushalten. Ja, okay. Er hat nicht genug ausgehalten. Der Pack-Leader war zu stark. Einfach ein Robo rein für nächste Runde mit. So, wie die Gatling Gun, die packe ich in die Mitte. Wobei, die nehme ich eins nach hinten oder zwei, so. Damit die weiter schießen kann, während die Crablords noch beschwören. Das ist wichtig. Machen wir die Blut noch rein, gucken, was passiert. Das ist der Plan. Und die Gatling Gun sollte hier gut sein, dass ich die Wave halten kann. Ja. Genauso ist es. Und er hat den Boss nicht gehalten, das heißt, er hat schon mal ordentlich Knete eingebüßt. So, wir nehmen natürlich den Magier. Und ich würde den sogar aufwerten. Also eine wirkliche Frontline habe ich irgendwie immer noch nicht. Nee, die Krabben machen schon viel. Na, warte mal ab, vielleicht gehen wir auf 13 oder so. Das könnten wir machen. Ja, Vulkankanone. Hat ein Fürst des Todes. Sehen wir nicht schlecht. Hat dann doch viel Aufprallschaden. Wenn der Fürst des Todes, der frisch gebaut worden ist, klingt das natürlich nach einem guten Plan, auf 14 zu gehen. Jetzt schicken, aber was schicke ich? Das ist die Frage. Nee. Nee, wir gehen nächste Wave. Das bringt jetzt nichts. Macht gar keinen Sinn, wenn wir jetzt schicken. Wir werfen die beiden auf. Die beiden sind gut. Weil die sind schon fette Tanks. Können ausweichen. Haben die leichte Verteidigung.
Und der Schaden ist aber auch nicht zu verachten. Der macht mehr als der Crab Lord. Der verbesserte Crab Lord. Honigbären. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Honigbär scheiße ist. Also ich habe den schon ein paar Mal genommen, aber so wirklich toll war der irgendwie noch nie. Das ist klar, deswegen machen wir jetzt hier ja auch ein bisschen den größeren Send. Ja, das ist wirklich sehr wichtig. Ich kann auch ein bisschen Aufprallschaden reinnehmen. Und eine Blut oder so. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, jetzt sollen wir die Maske mal verbessern. Wir hauen den rein. Ja, der Bär ist irgendwie scheiße, ne? Also zumindest sehe ich nicht, dass der viel bringt. Ich bin zwar auch schon ein paar Mal mitgeschickt, aber so toll war der jetzt irgendwie noch nie. Was des Todes weg. Jawohl, beide durch. So wollte ich das sehen. Jetzt können wir auch Worker aufbauen. Ja, und den hier King ist noch kacke. Holy shit, das ist Knete. Die dicken Piepen. Letzten schaffe ich nicht. Ist aber nicht so schlimm. Dann werde ich eben die Höllenmaske noch auf. Siebzehn wäre gut. Also, glaube ich. So wirklich mit dem Fürst des Todes hat er noch nicht wirklich gearbeitet. Und sein Magier hat ein hartes aufgebaut, aber das war's. Das halte ich nicht. Was zur Scheiße? Die Vulkankanone ist zu weit hinten. Für die Fernkämpfer konnte die in die Schatten. Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. Was soll's. Warten wir den schon mal auf, damit wir hier ein bisschen mehr Defensive reinbringen. Ja, bei Fernkämpfer Waves sieht schlecht aus. Also gerade 19. Hätte ich doch hier vorne hin platzieren sollen. Naja, was soll's. Jetzt auf 17 richtig reinballern. Bei 17 ist an sich auch eine starke Wave. Magischer Schaden wäre noch wichtig. Hexe können wir reinnehmen.
Hexe können wir reinnehmen. Vielleicht noch eine. Okay, jetzt habe ich geblockt. Sehr schön. Zweite Hexe mit raus. Den können wir hier mit platzieren. Das ist gar kein Problem. Da stelle ich lieber ein paar davon hin. Sicher, sicher. Robus noch ein. Die eine Schnecke nehme ich auch noch mit. Da hat ganz schön viele Elite-Archer gebaut. Aber die Metalldrachen sind einfach zu schnell durch. Ja, das wird ein Sieg. Victory. Sehr schön. Mal wieder gewonnen. Ja, es war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne mal an, wie das vorbei ist. Like ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, spannenden Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.